Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Nils. Heute geht es mal um die Linie S1 in Hamburg, die ja von Wedel nach Hamburg Airport und nach Poppenbüttel verkehrt. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal erklären, wo sie alles hält, also an welchen Stationen und was man beachten sollte und ja, was man beachten sollte, um ja, gemütlich Bahn fahren zu können. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, das sind die ersten drei Wagen in Wedel. Nein, sie verkehren nicht im Hamburger Airport. Die fahren nach Poppenbüttel. Aber das werde ich euch im Laufe des Videos ein bisschen erklären. Das sind in Wedel die letzten drei Wagen. Diese verkehren zum Hamburger Airport. Und warum das so ist und wieso, werde ich euch gleich nochmal etwas genauer erklären und erwähnen. Das sind die ersten drei Wagen aus Wedel, die jetzt zu den letzten drei werden, weil nämlich ab Blankenese Richtungswechsel ist und somit das sind die letzten drei Wagen werden. Und die fahren ja bis Poppenbüttel. Das sind jetzt die letzten drei Wagen aus Wedel. Diese verkehren jetzt im Hamburg Airport. Das sind jetzt die ersten drei Wagen geworden, weil ja Richtungswechsel stattfindet. Und ja, für die S-Bahn beschreibt ja groß, dass die ersten drei Wagen zum Airport fahren. Ist ja auch richtig. Aber die Regelung geht erst ab Blankenese. Weil Wedel war ja Blankenese. Richtungswechsel ist und somit das erste Blankenese gilt. Also wer zum Hamburg Airport möchte, aus Wedel sollte in die letzten drei steigen. Wer nach Poppenbüttel möchte, sollte Wedel in die ersten drei einsteigen. Thank you.
Ja, ich warte auf die Zeit, wo die Bahn mal wieder pünktlich sei. Ja, ich warte auf die schöne Zeit, doch ich warte und warte, doch die Bahn fährt immer noch nicht pünktlich ein. Nein, das tut sie nicht. Ja, ich weiß, sie fährt jeden Morgen. Ja, sie fährt zu spät ein. Ja, ich weiß nicht, wo das alles hinführt. Ja, ich frag mich, wo das alles hinführt. Ja, der Bahnvorstand ist schuld. Ja, der Bahnvorstand ist schuld. Ja, die Bahn spart bei jedem Scheiß. Ja, die sparen überall. Die sparen bei jedem Scheiß. Doch so kann das nicht weitergehen. Ja, die Bahn muss pünktlich sein. Ja, wenn ich morgens aufstehe. Ja, wenn ich morgens aufstehe, pack ich meine Sachen, mach mich auf den Weg zur Arbeit. Ich nehme zwei Busse früher, um pünktlich da zu sein. Ja, weil ich nicht weiß, ob die Bahn pünktlich einfährt. Nein, das weiß ich nicht. Ja, deswegen muss ich schon zwei Busse früher nehmen, um pünktlich da zu sein. Peinlich oder was? Ja, muss es so sein. Nein, so kann es nicht weitergehen, so muss das nicht sein. Das ist der letzte Scheiß, so kann das nicht sein. So geht das nicht weiter. Ja, der Vorstand der Bahn, der muss mal ein bisschen mehr investieren. Ja, die Bahn spart bei jedem Scheiß. Aber gut, so kann das nicht sein. So kann das nicht weitergehen, so muss das nicht sein. Alter, was? Gott verdammt, was ist das für ein Scheiß? So kann das nicht weitergehen. Nein, nein, so kann das nicht weitergehen. So muss das nicht weitergehen. Nein, so kann das nicht weitergehen. Nein, ja, was ist das für ein Scheiß? Die Bahn muss wieder pünktlich einfahren. Ja, die Bahn muss wieder pünktlich sein. Doch, ich warte auf die Zeit, wo die Bahn wieder pünktlich sei. Ja, ich warte auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ja, wann kommt die Zeit? Ja, wann kommt die Zeit, dass die Bahn wieder pünktlich sei? Ja, ich warte auf die Zeit. Doch, diese Zeit. Ja, diese Zeit. Das kann noch lange dauern. Ja, das kann noch lange dauern, bis die Zeit wieder kommt, wo sie pünktlich fährt. Ja, die Zeit kann noch irgendwann kommen. Ja, man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Ja. Ja, man weiß ja nie, wann die Bahn fährt. Ja, man weiß ja nie, wann die Bahn pünktlich fährt. Nein, das weiß man nie. Ja, doch wann kommt die Bahn wieder pünktlich an? Nein, das weiß man nie. Und so kann das nicht weitergehen. Tut mir leid. Ja, wir zahlen teures Geld für die Fahrkarten. Doch, ob die Bahn pünktlich fährt? Nein, tut sie nicht. Nein, kann das nicht weitergehen. Nein, die Bahn muss pünktlich sein, wir zahlen eure Preise für die Fahrkarte. Und wenn ich weiß, die Bahn fährt nicht pünktlich ein, dann denke ich mir, Alter, was für ein Scheiß. Ja, ich bin Eisenbahn, ja, ich bin Eisenbahninteressent. Doch, wenn ich weiß, die Bahn fährt nicht pünktlich ein, dann denke ich mir, Alter, was ist das für ein Scheiß. Ja, der Bahn geht es wohl zu gut, ja, der Bahn geht es wohl zu gut. Ja, der Vorstand, der schwappt bei jedem Scheiß. Ja, so kann das doch nicht sein. Nein, kann das doch nicht sein. Nein, kann das doch nicht sein. Aber ich frag mich, was ist das hier für ein Scheiß? Ja, die Bahn, die spart bei jedem Scheiß. So kann das nicht sein, so muss das nicht sein. Ich denk mir, Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich bin ein Eisenbahner, Eisenbahner von Herz. Doch, trotzdem macht mir das, die Eisenbahn das Leben schwer. Angekommen in Ohlsdorf, ab hier trennen sich die Linie S1, die ersten drei Wagen fahren zum Hamburg Airport, die letzten drei nach Poppenbüttel.
So, Ohlsdorf, nachdem wir gewartet haben, bis die ersten drei Wagen weggefahren sind, fahren auch die letzten drei Wagen in Richtung Poppenbüttel. Achso, nochmal eine kleine Entschuldigung. Es tut mir leid, dass manche Bilder ein bisschen schlecht geworden sind. Das liegt nicht an der Kamera. Das liegt tatsächlich am Lichtverhältnis. Im Citytunnel war so ein bisschen schlechtes Lichtverhältnis. Deswegen tut es mir herzlich leid. Ich bitte dort um Entschuldigung. Nimmt mir das bitte nicht böse. Es tut mir, wie gesagt, leid. Das ist das Lichtverhältnis gewesen, aber tut mir leid. Angekommen in Poppenbüttel, das waren alle Haltestellen der Linie S1. Wenn ihr was gelernt habt und ihr mehr wisst, freut es mich. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Informationsvideo der Linie S1 in Hamburg gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, das wird mich freuen. Schreibt einen netten Kommentar, das wird mich auch freuen. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen, euer Nils.